welche Stimme hättet ihr gern? Schönen guten Tag, ich bin Frau Richter. Schönen guten Tag, ich bin Frau Richter. Ihr könnt euch nicht entscheiden, ich entscheide mich. Welches Beamtendeutsch ist es eigentlich? Ja, ich bin... Also, ist es sehr taghaft und fordernd. Hallo, ich bin zuständig für Sie und beauftragt für Sie, eine neue Wohnung zu finden. Wir hätten da was Schönes für Sie in Schöneweide. Ungefähr 80 Euro mehr im Monat, aber das müsste ja vielleicht etwas bezahlbar sein für Sie. Das können Sie sicherlich noch leisten. Ist ein bisschen kleiner allerdings. An der guten Hauptverkehrsstraße, Sie haben eine sehr gute Verkehrsanbindung. Nicht ganz ruhig, aber es ist einfach machbar. Ich muss Sie allerdings bitten, innerhalb von, ich sage mal, 5 Tagen brauche ich Ihre Entscheidung. Die Wohnungen sind reserviert. Es wollen ja noch andere aus diesen Häusern möglicherweise dort einziehen. Und es wäre eigentlich auch besser, also Sie sagen mir morgen oder übermorgen schon Bescheid. Dann kann der Klempner nämlich schon mal das Wasser abstellen. Denn wir müssen auch relativ schnell, wie bitte Sie, aber Sie wohnen hier schon 20 Jahre? Die war hier eine Frau, die hat 67 Jahre hier gewohnt. Ich finde, das kann man nicht geltend machen. Man muss doch auch mal Mut haben für einen Tapetenwechsel. Ja? Also sagen Sie mir am besten morgen früh doch noch mal Bescheid, einen Besichtigungstermin. Ich weiß nicht, Sie können doch nicht jetzt in Ihrer Situation noch einen Besichtigungstermin wünschen. Na gut, also wir können das, passt es Ihnen gleich? Passt es Ihnen gleich ein? Passt Ihnen nicht gleich, das ist natürlich schade. Also nein, eine Abfindung kann ich Ihnen auch nicht anbieten. Sie wissen, notorisch klamm ist ja der Senat. Da kann ich Ihnen keine Hilfe machen. Warum ich so einen Druck mache? Ich mache doch keinen Druck. Also ich muss doch schon sehr bitten, ich helfe Ihnen. Ich stehe Ihnen zur Seite, damit Sie schnell eine Wohnung finden. Wie, ich zermürbe Sie? Sie können nachts nicht schlafen, das macht Ihnen Angst? Ach, vielleicht haben wir Vollmond, also ich würde das jetzt nicht so eng sehen. Sehen Sie, wir haben für Sie eine Wohnung und Sie wollen nicht... Nun reißen Sie sich doch mal zusammen, die Wohnung ist in Schöneweide, das ist doch gar nicht so schlecht, junger Mann. Also ich denke, die Wohnung in Altstrahlau, die Eigentumswohnung für 6.000 Euro, ich denke, die kommt ja nicht so in Betracht. Was machen Sie denn da? Wieso, warum? Ich mache keinen Psychoterror. Ich mache doch keinen Psychoterror. Das mögen Sie so empfinden, das ist doch ein ganz normales Programm. Wie bitte? Sie wollen die Wohnung nicht verlassen? Die A100 interessiert Sie nicht, ja, aber das bringt doch alles durcheinander, die Zeitplanung. Wir wollen vollendete Tatsachen schaffen. Die Häuser müssen weg und zwar, sobald sie raus sind, haben wir die Chance, vollendete Tatsachen zu... Nein, politisch ist das Projekt natürlich nicht richtig durch. Das kann man immer alles noch kippen. Wir suggerieren nur, dass das sozusagen hoffnungslos ist. Bitte ziehen Sie schnell an. Nun machen Sie sich doch nicht lächerlich. Wie, Sie wollen sich auch noch mit anderen verbinden? Warum denn das? Das ist doch gar nicht nötig. Wissen Sie also, wir können doch auch irgendwie anders zusammenreden in anderen Stadtteilen. Da kriegen wir die auch alle klein. Also ich gebe jetzt auf. Vielen Dank.